Türchen, das Lämpli leuchtet. Voilà, komm mal auf. Jawohl! Rudi. Rudi, kommst du von da? Was fängt an? Drei Arbeiten für unsere Spartipps. Was für Spartipps? Das hat er doch erzählt. Energiespartipps zeigen wir im Internet der ganzen Welt. Und wer soll das interessieren? Alle, die viel Strom brauchen. Die Amerikaner, Chinesen, Zürcher und so weiter. Die können jetzt alle aufs Internet schauen, man kann Strom sparen. Für das gibt es ewig Sekundenzentrum am Beatenplatz. Nicht nur Strom, Rudi, auch Geld. Mm. Zum Beispiel, wenn Sie eine neue Kaffeemaschine kaufen. Kaufen? Du willst sparen? Das ist jetzt eben der Trick. Was für ein Trick? Warte, wir müssen umschneiden. Komm, in die Küche. Du musst mich filmen. Bist du bereit? Ja. Kannst du mich nicht ein bisschen von oben filmen? Das gibt eine Doppelkini. Das Doppelkini sieht man auch von oben. Bitte, Rudi, jetzt steig doch aufs Schämeli. Bist du bereit? Ja. Und das ist sie, unsere neue Kaffeemaschine. Würdest du mal ein paar Übungen machen, dann geht das Pölsterli auch weg. Immer noch besser als die Ranzen. Komm jetzt bitte, steig auf. Und, ist gut? Ja! Und das ist sie, unsere neue Kaffeemaschine. Sicher schweineteuer gewesen. Nein, nein. 100 Franken billiger als im Laden, wegen der Gutschrift vom EWZ für energieeffiziente Kaffeemaschine. Und weißt du, was ist der Beste? In den nächsten 10 Jahren sparen wir gerade noch mal ca. 160 Franken, weil diese Maschine viel, viel weniger Strom braucht. Wieso soll jetzt die weniger Strom brauchen als eine andere Maschine? Weiss doch nicht. Weil sie neu ist. Nein. Ja, wahrscheinlich, weil sie ein kürzeres Stromkabel hat. Sicher. Ich weiss doch auch nicht, warum. Ist doch gar nicht so wichtig, ist doch egal. Mal, das ist jetzt eben wichtig. Das ist überhaupt nicht egal. Und sag mal, das ist die Kamera abstellen. Genau. Genau das nimmt mich jetzt eben Wunder. Wahrscheinlich, weil sie eine Abschaltautomatik hat. Das ist super. Dann schaltet sie automatisch ab, wenn du sie nicht brauchst. So. So sparst du im Fall Energie. Und Geld. Ja, ja. Weiss, ist eigentlich recht komisch. Das EWZ schenkt einem Geld, wenn man ihnen möglichst wenig Strom abkauft. Hey, ja? Ja, das ist ja wie wenn du, wenn du zum Metzger gehst. Der schenkt dir einen grossen, feinen Braten und sagt, so, jetzt lassen sie mich aber möglichst lange in Ruhe. Das ist überhaupt nicht komisch. Das nennt man heute die perfekte Win-Win-Situation. Nein, was soll jetzt da für den Metzger Win-Win sein, wenn ich nicht mehr komme? Da hat er recht. Und wenn er recht hat, hat er recht. Ja.